Freunde, herzlich willkommen zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Wir haben das letzte Mal Mewtwo erfolgreich gefangen. Und ich habe mich jetzt ein bisschen über ein paar Sachen informiert, weil es geht ja langsam mit unserem Let's Play dem Ende zu. Und wir haben aber noch ein paar Dinge, die wir zu erledigen haben, die wir noch nicht getan haben. Und ich möchte als allererstes hier mal kurz hin. Nimmt es auf? Ja, es nimmt auf. Hallo Pikachu, na? Er möchte wieder mal mit Alessandro spielen. Aha. Ich weiß nicht, ob man den nochmal zu Gesicht bekommt. Ich weiß es nicht. Aber letztes Mal bei meiner Shiny-Hunt-Tour, ich habe noch mal eine gemacht und sie war auch erfolgreich, habe ich noch einen Shiny-Radfratz gefangen. Das Video geht sicher auch noch mal. So ein Shiny-Hunt-Video. Mal gucken, wenn ihr darauf Bock habt. Wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das noch zu Gesicht bekommen wollen würdet. Immer, dass man mit Dragora nicht durch die... Da kommt man... Oh. Verdammt, ich habe gegen die noch gar nicht gekämpft. Ah, nein! Roman. Porenta. Den habe ich übrigens auch gefangen. Mit drei Pokémon. Britzel Turbo! Ich habe nämlich bei meiner Shiny Hunt Tour etwas gesehen und das würde ich gerne mit euch machen. Ich habe es extra noch nicht gemacht, weil ich es gerne mit euch machen wollte. Genau. Nochmal Porenta. Nein, ich würde gerne weiterkämpfen. Au, meine Hand tut weh. Ich habe sie verbrannt. Gut. Pikachu! Du, 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 du. Und ich gucke, ob wir irgendwann noch den Pokédex vervollständigen können. Geht leider nur, wenn man ein paar Pokémon tauscht, weil man die nicht in diesem Spiel fangen kann. Was ich nicht voll doof finde. Wie Geowatz zum Beispiel oder Kadabra. Nein, Simsala, Kadabra und... Nein. Einfach von Kadabra die weiteste Entwicklung. Geowatz kann man hier nicht bekommen. Ich überlege mir irgendwas, dass wir den vervollständigen können. Ich habe keine zweite Switch, leider. Sonst wäre das kein Problem gewesen. Und ich weiß jetzt auch übrigens, wo dieses Mädchen ist, das auch Mewtwo fangen wollte. Eigentlich voll komisch, wieso dass sie dort ist, wo sie ist. Aber das sehen wir gleich noch. So. Man muss ihm voll aufpassen. Ich wollte nicht auch noch Shiny Taubsi. Aber die einen Shiny, also die einen Taubsis flogen einfach höher in der Luft rum. Und deswegen konnte man die nicht gut sehen. Ich glaube, ich hole mal kurz mein Arcani. Weil ich mit dem einfach schneller unterwegs bin. Denn... Oh, ich bin jetzt in irgendwas reingelaufen. Wo sind sie? Hier. Was soll nur aus Team Rocket werden jetzt, wo der Boss verschwunden ist? Ach, hör auf zu jammern. Wir werden hier schließlich von Giovanni... Ach, hör auf zu jammern. Wir reden hier schließlich von Giovanni. Vergiss das nicht.
Er versteckt sich ganz sicher nur, um seinen nächsten Botschaft zu um seinen nächsten Botschaften. Was? Ah, boshaften Plan auszuhacken. Stimmt. Du hast wie immer recht. Wir sollten den Boss weiterhin unterstützen, so gut wir können. Indem wir alle Pokémon auf der Welt stehlen. Miauz! Hey, du bist doch die Knirpsin, die uns ständig in die Quere kommt. Hey, was soll das? Was belauschst du uns so frech? Wer sich Team Rocket in den Weg stellt, kommt nicht ungeschoren davon. Ach, Team Rocket, ich habe euch irgendwie vermisst. Arbok und Smogon. Und was setzen wir ein? Kokowai und Pikachu. Ich würde jetzt gerne, einfach weil ich es kann, nachher mal Mewtwo einsetzen. Mal gucken, ob die vielleicht irgendwie anders reagieren. Auf Smogon. Und Pokémon. Ich will es einfach mal probieren, okay? Au. Au. Gut, tut das Pikachu nicht so weh. Einmal Brezelturbo gegen Smogon. Und mal gucken, ob Psychokinese gegen Arbok irgendetwas anrichten kann. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Auch Kokowai bekommt ein neues Level. Sehr gut. Ich sollte vielleicht mal Mewtwo an erster Stelle packen. An zweiter Stelle. Sehr 68. Yeah, 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 yeah. Was sagt ihr jetzt, Team Rocket? Ha! Warum endet das immer genau so? Wieso gewinnst du ständig? Das liegt doch bestimmt daran, dass du schummelst. Wie kann eine Knirpsin wie du so unheimlich stark sein? Das liegt doch bestimmt an diesem Pikachu an deiner Seite. Weil ihr beide ein Team seid, könnt ihr euch gegenseitig Höchstleistung antreiben. Mit diesem Pikachu könnten wir problemlos über die Welt regieren. Wie sieht es aus? Wollt ihr nicht Team Rocket beitreten? Okay. Oh. Hätte ich mir denken können. Ha, dann bleib halt eben wir Feinde. Aber falls du deine Meinung noch änderst, komm einfach wieder zu uns. Wir sind nicht nachtragend. Ernsthaft? James? Was ist das für ein merkwürdiges Gefühl der Zufriedenheit? Ich fühle mich irgendwie so gut. Du hast recht. Fühlt man sich etwa immer so, wenn man im Guten auseinandergeht? Weißt du, James? Daran könnte ich mich gewöhnen. Das war ausnahmsweise mal kein Schuss in den Ofen. Was? Moment. Ich wollte eigentlich beitreten. Das war ein falscher Knopf. Es tut mir leid. Aber ist egal, wir gehören wahrscheinlich zu Team Rocket. Ich hoffe. Nein, das war eine falsche Team Rocket-Kappe. Ah.
Doch keine Rocketkappe? Nur für uns? Was für eine Frechheit. Eine Ofenschusskappe. Geil. Wir sind Jesse von Team Rocket. Woo! Cool. Gut, dann laufen wir jetzt ein bisschen als Team Rocket Member rum. Auch nicht so verkehrt. So, jetzt müssen wir zur Karte, denn wir wollen ja zu diesem Mädchen, was auch Mewtwo fangen wollte. Und das ist hier, wer hätte es gedacht? Ich hoffe, sie ist noch da. Sollte eigentlich, ne? Hey. Wir watcheln, la 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 la. Und ich habe auch, also ich habe ein bisschen nachgeforscht, was man bekommen würde, wenn man gegen diese Meistertrainer gewinnt. Also wenn man alles besiegt, bekommt man so einen speziellen Titel. Und wenn man 6 von dem besiegt, kommt jemand Spezielles. Ich habe mich nicht gespoilert, wer es ist. Aber ich hab ein bisschen nachgeforscht. Und ja. Rihorn. Ah, Rihorn! Ich habe noch irgendwie 52 Bälle. Nein, 68 habe ich noch. Ich musste noch mal kaufen, weil ich ja Shiny Hunten war, aber... Ja, nee. So. Wie komme ich eigentlich hier? Wahrscheinlich mit einer anderen Leiter, ne? So, ich hoffe, jetzt kommt uns kein Schlurp oder so entgegen. Habe ich übrigens bis jetzt noch nicht gefangen. Enteron auch noch nicht. Weil ich bei meinem Shiny Hunten nicht unbedingt jetzt gerade hierher gehen wollte. Aber ist ja auch nicht so tragisch. Wenn wir dann den Pokédex vervollständigen irgendwann, dann sehen wir auch Schlurp und Toron. Ditto. Ich wäre dir höchstens verbunden, wenn ich gerade in mir spawnen würdest. Quapsi! Geh weg, Quapsi! Nein! Boing! Du wurdest von einem Pokéball getroffen! Huch! Na, na sowas! Du bist ja ein Mensch! Sorry, hier drin ist es so dunkel, dass ich dich glatt mit einem Pokémon verwechselt habe. Hallo, ich bin Grün. Sag mal, du suchst nicht auch zufällig nach etwas ganz Bestimmten, oder? Genau, ich rede von Mewtwo. Mist! Du weißt also Bescheid? Was? Du hast es schon gefangen? Das gibt's doch nicht. Dabei wollte ich es doch fangen. Ja, leider war ich wohl schneller als du, Grün. Pixie. Immer diese doofe Siri.
Moment. Wir sind 2 Level drüber. Verdammt, ich hoffe. Pixie. Und wir haben uns nicht geheilt. Ah! Piep, piep! Wir haben, glaub, gar keine physischen Attacken, oder? Ich weiß es nicht. Au, ich glaube, das tut weh. Okay, geht sogar. Soll ich? Nein, ich glaube, ich spiele nicht auf Risiko. Ich brauche dich noch ein bisschen. War es das Richtige? Nein, anscheinend nicht. Gut. Das tut mir jetzt natürlich leid, Pikachu. War nicht meine Absicht. Und wieso habe ich eigentlich... Ach ja, stimmt. Kokowaya habe ich noch mit einem Blattstein entwickelt. Giflor habe ich auch noch entwickelt. Und Satzenia habe ich auch noch entwickelt. Und... So. Lichtschild. Auch gut. Solarstrahl. Auch. Ich glaube, das tut weh für Kokowai. Okay. Das war klar. Wieso kann denn nicht diese Frau nur Mondgewalt? Gut. Sie hat noch 6 Pokémon. Ich muss mich jetzt ein bisschen ins Zeug legen. Ich darf nicht so scheiße spielen gerade. Aber der Top... Dings, Elixier hat auch okay. War auch okay. Jetzt hat nämlich alles wieder voll. Pikachu hat ihn erfolgreich besiegt. Und wir haben eben noch Geheimwaffe Mewtwo. Das ist sehr gut, Akani. Vulnona. Ich glaube Feuer. Ja. Feuersturm. Ich weiß nicht, ob das weh tut. Geht. Geht sogar. Ja. Au. Was soll das? Vulnona ist damit auch down. Satzenia ist Pflanze. Nein, ich kämpfe weiter. Moment, gib mir kurz eine Sekunde. Nur eine Sekunde. Okay. Tut mehr weh, als ich gedacht habe. Aber wir haben einen Schwebesturz. Also das Team Rocket Outfit gefällt mir.
Pikachu. Nein, das tut weh. Gar kein Problem, ja? Ja, Akani. Ich hoffe, Akani kann tanken. Dann machen wir nochmal Topfbeleber. Für Pikachu. Ich habe alles im Griff, Leute. Wir haben kein Topfbeleber mehr. Ah! Ich sollte statt mein Geld für Pokebälle und so auszugeben, lieber mal auf Top-Beleber spielen. Glut! Verdammt, hat eine größere Initiative. Nein! Hm. Okay. Noch ein bisschen Pikachu, du schaffst das. Du musst jetzt nur nicht verfehlen. Weil er hat eine gute Initiative, unser Pikachu. Sehr gut. Kommt jetzt jeder darauf an, was sie einsetzt. Gengar. Was haben wir denn so? Was soll's? Wir können es ja mal versuchen. Weil, oh, das Mewtwo hier hat uns alle so richtig fertig gemacht. Also ich denke mal jetzt, das soll auch die Gegner fertig machen. Mit Psychokinese. Sehr gut. So will mir das sehen, Mewtwo. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Kangama. Komm, wir probieren es einfach mal weiter mit Mewtwo. Psychokinese! Und nochmal. Sehr gut. Eins hat sie nur noch. Mewtwo hat zum Glück Genesung. Also kann eigentlich gar nichts schief gehen. Turtok. Nein, ich bleib bei Mewtwo. Okay, sie kann auch Mega-Entwicklung. Interessant. Sehr gut. So wollen wir das sehen. Psychokinese. Hydropumpe. Natürlich, fällt jetzt nicht. Genesung! Zum Glück hat das Mewtwo dabei. Können wir ein bisschen taktisch spielen. Nochmal Hydropumpe. Sehr gut. Entschuldigung. Nochmal Hydropumpe. Hat schon wieder verfehlt. Ernsthaft jetzt? Und noch einmal Sternschauer. Sehr gut. Mewtwo
Und der ganze Mewtwo, Pikachu und das ganze Team haben es geregelt, Leute. Hey, was soll das denn? 19.000! Du bist ganz schön stark. Tja, dann hat sich die Sache wohl erledigt. Hier, du kannst die haben. Kannst du haben. Du erhältst Mewtwo in X und Mewtwo in Y. Steht ja da, ihr wisst, was ich meine. Ich hab's. Wie wär's, wenn du zusammen mit Mewtwo zu einem meiner Pokémon wirst? Einen Pokéball getroffen. Hallo? Hehe. Alter, hallo. Hallo. Denk mal eine Weile über mein Angebot nach. Danke für die Pokébälle. Hat die einen Knall? Ich will doch kein Pokémon. Wenn du Mewtwo gerne gehabt hättest, wärst du halt früher hingegangen. Ganz einfach. So. I think wir gehen mal mit dem Fluchtseil nach oben. Haben ja noch einige davon. So. Wir gehen jetzt mal schnell zum Pokémon Center. So. Schau, dass man nicht Plus drücken kann. Es scheint sich für die Brunnengeräusche zu interessieren. Aha. So. Und jetzt nämlich können wir zu den Arena-Leitern wieder gehen, weil Misty, Rocco und Konsorten würden gerne nochmal ein Rematch vertragen. Und ich muss mal kurz überlegen, was nehmen wir dann für Rocco mit? Rocco hatte Gestein. Also Stein halt, ne? Misty hatte Wasser, Major Bob Blitz. Und dann würde ich mal kurz zu unserem Team schauen. Und schauen. Hier, Giflo kommt natürlich mit. Ich habe die jetzt mal so sortiert, dass wir direkt uns zurechtfinden mit den Leveln und so. Hier könnt ihr noch mal kurz sehen. Ich habe hier Raupis gefangen, genau, weil ich einen Raupi haben wollte noch. Hier ist das Shiny Radfratz, kann ich euch auch mal noch kurz zeigen. Hier, das sieht so aus. Ja. Und ja, was nehmen wir denn sonst noch mit? Wir könnten Satsiri mitnehmen, hat aber nicht so ein hohes Level. Hier seht ihr noch Porenta, habe ich noch hier gefangen. Das war ein wildes Glurak hier. Das habe ich auch gefangen noch. Dann würde ich noch sagen, dass wir unser Bisaflor mit ins Team holen. Für natürlich die Arena-Kämpfe. Dann würde ich noch Kokowai mit ins Team holen. Anstatt für Glurak. Und dann würden wir sagen, dann gehen wir jetzt zu der ersten Arena. Wir machen jetzt die Matches.